Hey, hallo und willkommen zu dem nächsten Part von Mario Kart 8 Deluxe. Jetzt muss ich mich kurz dran erinnern, wie das Spiel heißt. Heute spielen wir den Spezialcup wieder mal mit Tobias. Oh Junge, hallöchen. Hey, wir Tobias. Wir sind ja ein richtiges Traumteam, wir beide. Weißt du noch, was speziell ist und ein Traumteam ist? Was denn? Was ist denn ein Mario Traumteam? Und Luigi. Oh Junge, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja wirklich, die Mario und Luigi-Reihe war tatsächlich mein erstes RPG, was ich gespielt habe. Mario und Luigi-Reihe ist fantastisch. Ja. Wenn ich weiß nicht, ob ich eigentlich pinpointen könnte, was mein Liebling ist. Ich glaube, teilweise kann ich es, teilweise möchte ich das Spiel auch nur einfach nur auseinanderreißen wie manche Momente. Verstehe mich falsch. Abenteuer Bowser oder Bowser's Inside Story. Es ist Gold. Es war mein erstes Mario und Luigi tatsächlich. Es war sich mein drittes. Nee. Drittes. Ich weiß nicht. Es ist ein cooles Spiel. Manche Minispiele können mich wirklich tief aber im Arsch schlecken. Ich liebe die Rübe. Ich hasse speziell die Rübe. Mann, los! Yes. Die Rübe haben mich locker. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Ich krieg nicht 15 Minuten konnte so eine Scheiße. Und es war in meiner fucking Pause. Reden wir hier eigentlich gerade von dem DS-Original oder vom Remake? Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, einen großen. Es macht einen großen Unterschied, weil es einige Gegner im Remake nicht mehr gibt. Echt? Durch die neue Nintendo-Politik wurden teilweise auch Gegner aus dem Remake von Superstar Saga gestrichen. Oh ja, stimmt ja. Den Ketten gelegt, Die Knochentrocken, die originalen, die durch Koopas ersetzt wurden. Wait. Ja. Oh, wait. Warte, weil wir gerade dieselbe, denken gerade an dieselben schließlich, ja? Die Knochentrocken, die auf ihr Beinen gelaufen sind. Wait, die wurden ersetzt. Die wurden ersetzt? Soweit ich weiß. Eddie, jetzt du mein 3D ist hier, könnt ihr nachgucken. Na, aber wirklich. Ich glaube, die wurden eigentlich nicht ersetzt. Mein absolutes Lieblings-Mario und Luigi. Partners in Time. Und ich weiß. Andere, ich bin teilweise im Zwiespalt damit, weil ab etwa mit. Yeah, ab dem Vulkan. Der Vulkan hat einige Sachen, die mir wirklich lange gedauert haben. Angefangen mit dem fucking Fight gegen Bowser im Vulkan. Hey, der war doch cool. War so schlecht in dem ersten Mal. So kacke. Ich mach das. Tatsächlich sind einige. Oh, Schatten, mit der Musik, die gerade spielt, habe ich so meine eigene Historie. Diese Wüstenmusik, Jesus Christ. Gut, dass ich die auch hören kann. Das ist die Wüstenmusik, die bei meinem allerersten Twitch-Clip gespielt hat. Gut, dass ich absolut meinen Kopf habe, was du meinst. Mein Bruder kam reingeschossen, hat geschrien, Halli, hallo, meine Lieben, und ich dann so, verpisst euch jetzt, meine Fresse. Weil die mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Bibi-Zitaten abgefuckt haben beim Stream. Solange es keine Bibi-Laute waren. Es waren Bibi-Laute. Aber nicht die Art von Bibi-Lauten. Doch. Ey, du... Ich weiß nicht, ob du den Joke gerade verstehst. Ach so! Hau fick dich für die SpongeBob-Anspielung! Nein, aber
Tatsächlich Mario und Luigi Partners in Time, ich liebe es, absolut. Und die Vulkanmusik ist sogar die beste im gesamten motherfucking Spiel. Bis auf die zweite Phase vom Endboss. Alle sind so gleich. Nicht? Also die nicht. Nein, das ist die erste Phase. Endboss, die kann ich nicht leiden. Ja, der ist doch dafür designed, dass du den nicht leiden sollst. Knochentrop! Was? Of course kommt jetzt eine Blue Shell. Und of course werde ich jetzt überholt. Nein. Well, was? I guess das war's schon mit den 3 Sternen. Wie? Ich weiß es nicht. Sternfotze eben. War fucking frames. Oh ja, da sehen wir auch, was ich teilweise an Bowser Insta-Story ist. Ja doch, Bowser Insta-Story nicht leiden konnte. Was denn? Riesenkämpfe. Oh, Riesenkämpfe sind super. Was denn los mit dir? Der Zug war, ja okay, er war, man, ich kann sehen, warum man ihn nicht leiden kann, aber Jesus motherfucking Christ, das war gut. Die Riesenkämpfe waren Peak. Oder nein, warte. Die Riesenkämpfe in Sie sind kacke zu capturen tatsächlich. Die waren in Interzoll, waren nämlich gut. Aber in Dream Team, Bro. Oh ja, da gab's einen Fight, da habe ich ziemlich lang gehangen. Auf bei denen. Es gab einen Fight, da habe ich ziemlich lang dran gehangen. Lass mich raten, die Fan-Henne. Ja. Die Fan-Henne? Ah. Und der Riesenfight ist auch Arsch. Toadette, du bist auch Arsch. Was machst du denn? Jetzt Lautsteuerung. Mhm. Jetzt nicht mehr. Ja. Gut. Warum krieg ich eine Banane? Hatte ich gerade ein Stück weit nach vorne getragen, als du gefallen bist? Nein. Jesus motherfucking! Au. Jetzt reicht's mir. Mache ich die Steuerung wieder an. Was soll ich mit der Banane? Wie fandest du Paper Jam, Bro? Das sehe ich weder als Paper Mario noch als Mario und Luigi. Es ist gut bis auf den Faktor, dass du Toads brauchst. Sonst ist es eigentlich ziemlich gut. Wehe! Boah, der Controller wäre geflogen. Tatsächlich, das Mario & Luigi, womit ich bisher am wenigsten verbinde, ist Superstar Saga. Und Remake oder Original? Beides. Ich habe mich nie dazu durchgedrungen, das richtig zu spielen. Keine Ahnung, irgendwie gefällt mir die Atmosphäre von dem Ding nicht. Klar ist das erste und ich würde es gerne mal durchspielen, aber ich weiß nicht, was es ist. Du sollst es versuchen, es ist wirklich gut. Es ist genauso wie bei mir mit Yo-Kai Watch, ich muss mich dazu zwingen, es zu spielen. Ich verstehe beides nicht, warum du dich zwingen musst, es sind beides wirklich, wirklich gute Spiele. Ich verstehe es auch nicht, was da los ist. Ich kann teilweise verstehen, warum man eine. What the fuck? Was denn? Wieder weggeflogen ist. Nee. Ey, bitte. Ich kann verstehen, warum man Superstar Saga teilweise nicht mag, weil. Ist teilweise ein bisschen lästig, teilweise. Stellen. Es gibt
Metropol wird wahrscheinlich Robert, ja. What the fuck? Noch mehr what the fuck? Was will ich mit der Boomerang-Blume? Ganz ehrlich, Dream Team Bros. Ich meine, Dream Team ist gut. Es hat auch einige Macken. Dadurch, dass du dauerhaft irgendwo rumrennen musst, wieder zurückrennen musst und dann da wieder zurückrennen musst. Es ist nicht gut. Ich wollte es eigentlich mal wieder anfangen, aber ich finde meine Karte nicht mehr. Apropos Karte! Ach nee, warte, das Thema können wir im nächsten Part anschmeißen, weil das passt jetzt hier nicht mehr rein. Oh jo, ein kleiner Anteaser. Welches Thema wird denn im nächsten Part erscheinen? Warum Blutschild so verfickt scheiße denn? Nein, das nicht, aber... Deswegen. Jetzt nach hinten geschossen, die Green Shell. Das hat nichts daran verändert, glaube ich. Das ist halt jetzt vielleicht noch jemand hinten treffen können oder so. Ich hab sowieso jetzt gewonnen. Was ist denn das Thema, was im nächsten Part erscheinen wird? Na, lasst euch überraschen. Oh Junge, irgendwas mit Karten. Hab ich gehört. Jo. Darf ich kurz noch raten, bevor es zu Ende ist? Ja. Hattest du was mit Farben zu tun? Nein. Oh. Alter, das hätte so schön eine 1er-Bilanz sein können, aber da kommt diese dumme Peach vorne von dem zweiten Rennen. Ja. Yeah. Das war okay. Wenn ich kurz den Regenbogen-Bundle war Platz 1 gemacht, das ist gut. Jo. Da bedenke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit trauriger Stimme.